Hola, hola. Ich möchte euch jetzt ein paar Anregungen geben oder zeigen für eine typische Salida. Salida nennt man den Moment, wenn man startet, ne, zum Tanzen mit der Tanzpartnerin. Also die Tipps werden in erster Linie erstmal für die Führende. Zum Schluss würde ich ein paar Tipps für die Folgende auch geben, weil natürlich manche würden sich fragen, was machen wir denn in der Zeit? Ne? Gut, das kann ich natürlich gerne ein paar Tipps geben von meiner Sicht, zumindest was ihr da machen könntet. Ich werde als Musik im Hintergrund gleich Carlo Di Sarli haben, als Beispiel. Auf jeden Fall ist für Momente gedacht, wo wir, zumindest vom Gefühl her, wo wir denken, die Musik gibt mir auf jeden Fall Zeit. Nicht das Gefühl habe, dass ich nicht das Gefühl bekomme, ich muss jetzt so ein bisschen Gas geben oder ich muss einfach weitergehen, sondern im Gegenteil, ich kann mir Zeit nehmen und etwas auf dem Platz machen, bevor ich weitergehe. Also das ist einer der wichtigsten vielleicht Gedanken, weil es geht nicht nur um die Form, wie das aussieht oder wie lange man dafür braucht, sondern auch, ob es in dem Moment überhaupt passt. Na, weil wenn die Musik doch schnell wäre, na, zum Beispiel wenn wir an Arienzo, Donato, manchmal Stücke, die vielleicht relativ schnell sind, dann würde vielleicht nicht so passen. Ja? Deshalb im Hintergrund diese Idee im Kopf haben, muss nicht unbedingt die Sache sein, aber auf jeden Fall Stücke, die langsam sind oder Momente zumindest, die langsam sind. Ja, ich lege jetzt ein bisschen Tango von Di Sarli. Eins, drei,
eins, drei, eins, drei, eins, drei. Also das gleiche, nur von vorne nach hinten. Den Seitenschritt dauert genauso lange die ganze Zeit. Ne? Eins, drei, eins, drei, eins, drei, eins, drei, schließen und wieder vor. Vor allem, wenn ich in diese Richtung, die Gehenrichtung mache. Und nochmal, von Anfang. Wieder Lapis, aber vorwärts oder rein, ein Hinterkreuz, Gewicht verleihen, gehe ich im Parallelsystem raus. Eins, drei, eins, drei, eins, drei, eins, drei. Kurze Wiederholung. Den Seitenschritt, egal welche Variante wir machen, der dauert die ganze Zeit doppelt so lange. Eins, drei, eins, drei. Wenn ich Gewicht wechsle, eins, drei, eins und so weiter. Und wenn ich Gewicht wechsle, heißt, ich gehe in den kurzen System raus. Ja? Gut, die erste Variante war sogar ohne Gewicht wechseln. Eins, drei, eins, drei, eins, drei. Das war die allererste. Die zweite war mit dem Gewichtwechsel, rausgehen, dann mit Lapis, normal Lapis vorwärts. Eins, drei, eins, drei, eins, drei, eins. Lapis in die Rückwärts, also was oft die Folge machen würden. Eins, drei, eins, drei, rückwärts, eins, drei, schließen, eins, drei, und so weiter. Und das ist die Mano-Mini-Kreuz-System. Und wenn ich jetzt den Lapis vorwärts mache und dann diesen Hinterkreuz mit Gewicht wechsle, dann gehe ich im Parallelsystem wieder raus. Also ich starte parallel, eins, drei, eins, drei, Gewicht wechseln, würde ich weitergehen, würde ich jetzt weitergehen, dann bin ich im gekreuzten System. Aber ich mache den Lapis, Hinterkreuz, Gewicht wechseln auf links, ja, und gehe mit rechts weiter. Ja, dadurch ist wieder parallel. Und hier würden wir weitergehen, normalerweise würde das Kreuz vorkommen. Ja? Auf der anderen Seite mache ich ein bisschen leiser. Entschuldigung. Auf der anderen Seite die folgende. Also kommt ein bisschen drauf an. Wenn, zuerst, wenn der Führende würde ja dabei was führen, was auch möglich ist, versuchen, während ich eine Verzierung mache, für sie etwas zu führen, dann natürlich. Das ist das Erste, worauf ihr achten sollt, ob er irgendetwas führt oder nicht. Wenn ihr aber merkt, nach dem Seitenschritt ist sozusagen still und er macht eine Verzierung, aber bei euch kommt nichts an, beziehungsweise dass ihr was Bestimmtes machen sollt, dann natürlich könnt ihr eine Verzierung machen. Ja? Man könnte, klar, man könnte ja auch sozusagen hier warten, nur je länger ihr nichts macht, dann natürlich, klar, könnt ihr ein bisschen, in Anführungszeichen, ein bisschen langweilig vorkommen, wenn ihr da wartet und wartet und was mache ich in der Zeit, da. Also, die eine Idee wäre natürlich, vor allem wenn ihr merkt, dass ihr Lapis macht, dass ihr auch ein Lapis macht. Und in welche Richtung, das wäre auch egal. Nun, angenommen, es ist relativ klar, dass ihr danach nach hinten geht, von sich anbieten, also weil es leichter ist vielleicht, von der Bewegung her, ne, ist schon nach hinten und nach vorne und geht gleich wieder nach hinten. Also
Rück, den Lapis, rück, weitergehen. Genauso aber, pardon, da, 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 genauso könnt ihr natürlich auch vorwärts schließen, dann gehen. Da müssen natürlich die Führende aufpassen, angenommen ihr merkt, sie macht parallel auch eine Verzierung. Dann ist natürlich unheimlich wichtig, ich achte in dem Moment nicht nur auf was ich mache, sondern wenn ich fertig bin, ich muss auch schauen, ob sie auch fertig ist. Wenn sie auch fertig ist, erst dann gehe ich weiter. Weil sonst ist natürlich schade oder jedenfalls nicht so günstig, wenn ich oder wenn sie gerade eine Verzierung macht, egal welche, und ich sie mittendrin unterbreche. Ja? Das heißt, da muss ich, ist eine Frage der Verbindung, der Connection da, zu gucken, okay, wann ich schätze oder merke, dass sie fertig ist, dann führe ich weiter. Ansonsten, aber das ist jetzt mehr als Tipp, nicht, dass das falsch wäre, aber es natürlich wäre schwieriger, wenn ihr dabei Gewicht wechselt, ohne dass ihr das merkt. Vor allem, wenn ihr das gar nicht führt. In dem Fall, wenn ihr das bei euch kein Gewichtwechsel führt, das heißt, ihr solltet rein theoretisch im Parallelsystem weiterlaufen, dann das Kreuz. Ja? Wenn ihr das Gewichtwechsel für euch nicht führt, ich würde tendenziell eher vermeiden, das zu machen von alleine und wenn, deutlich zeigen, dass ihr das tut, damit ihr das merkt. Ja? Das ist wichtig, dass das nicht sozusagen heimlich quasi gemacht wird, ohne dass ihr das merkt. Ja? Das wäre der Punkt. Aber sonst seid ihr auf der sicheren Seite, wenn ihr nicht wechselt. Ja? Wie gesagt, außer er führt doch einen Gewichtwechsel. Ja? Ansonsten ist auf der Nummer sicher ist, nicht wechseln, aber gerne dabei zum Beispiel auch Lapis machen, ne? Und weitergehen. Ich zeige dann nochmal jetzt zur Musik wieder. Ich wünsche euch viel Spaß dabei, falls ihr die verschiedenen Varianten so übt.